Hallo und herzlich willkommen. Heute schnitze ich zum ersten Mal eine Maske. Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Vorweg ein paar Worte, wie ich das ganze Thema einordne. Viele haben sowas von mir nicht erwartet, dass ich sowas schnitze. Hängt so ein bisschen mit meiner Tradition und Herkunft zusammen, wo es diese Tradition der Masken nicht gibt. Wir kennen das ja aus verschiedenen Regionen in Süddeutschland, Bayern oder auch Schwabenland, wo es so eine Tradition mit verschiedenen Masken gibt. Natürlich auch in Österreich und eher so in diesen Bergregionen natürlich anzutreffen, die Tradition der Masken. Ja, warum mache ich jetzt dieses Vorwort? Wir haben natürlich auf dieser Welt verschiedenste Kulturen. Und da gibt es in unterschiedlichsten Regionen, beispielsweise in Afrika, durchaus Menschen, für die das ein sehr, sehr ernstes Thema ist. Also die dann vielleicht nachts Angst haben, weil sie tatsächlich irgendwie in Kontakt mit einem Geist, mit einer Geisterwelt sind, wie sie sich das subjektiv von ihrer eigenen Wahrnehmung her eben vorstellen. Und dann für die ist es eben auch real. Und bitteschön, das sind auch nicht immer nur die guten, braven, lieben Geister, die wir vielleicht hier uns irgendwie vorstellen oder dann auf einem Volksfest, das irgendwie damit vorkommt, so eine Vorführung von Masken oder so, was wir ganz super toll finden und eine Attraktion. Für manche Menschen ist das wirklich bittere Realität, die vielleicht nicht so unsere Geistesgeschichte haben. Also da durchaus mal ein bisschen sensibilisieren, ja. Denken wir nochmal kurz an den Voodoo-Zauber. Also da kann man jemand also verfluchen und was Böses sozusagen machen oder wünschen. Und mit so einem Analogiezauber das dann eben in die Realität übertragen. Also das ist keine Spielerei und es gibt durchaus für diese Leute auch eine negative Geisterwelt oder böse Geister. Von daher haben sich vielleicht manche Leute gefragt, wie kann ich das machen, wenn ich jetzt so aus dem Kontext der Kirche komme und so weiter. Für mich ist es natürlich eine Auftragsarbeit, die ich jetzt einfach mal hier in meiner Rolle, die ich hier ausfülle, durchführe. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit mir als Privatperson zu tun. Okay, das ist das eine. Dann nehme ich das für mich auch nicht ernst, so wie ich jetzt gesagt habe, manche Leute aus Afrika, für dieses bittere Ernst oder aus Asien, ja, also die dann tatsächlich eine Reisschale aufstellen, weil sie eben irgendwie einem bestimmten Geist ein Opfer darbringen wollen. Und da geht es nicht unbedingt um eine Gottheit, sondern eben auch um einen lokalen Geist oder sowas. Also das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Dafür muss man sich ein bisschen sensibilisieren. Und für mich gibt es einfach noch jemand, der über dem Ganzen steht und der auch stärker ist als das. Das sage ich auch mal ganz bewusst und deutlich, dass das für mich auch eine Rolle spielt und ich von daher mit der Welt nichts anfangen kann und das für mich dann auch nicht die Kraft hat und ich auch mir bewusst bin, dafür muss ich keine Angst haben und kann sowas auch mal schnitzen. Wenn das für jemand anderen was Schönes ist, ist es mir letztendlich auch egal. Die Aufträge regnen hier sprichwörtlich natürlich nicht vom Himmel und man muss natürlich auch sich überlegen, wo kriegt man mal so ein großes Projekt her. Okay, so viel dazu. Ja, jetzt arbeite ich an der Maske. Ich gebe zwischendurch so ein paar Tipps, zeige ein bisschen, wie ich das gemacht habe, erkläre, was ich daran gearbeitet habe. Dann wünsche ich allen viel Spaß im Verlauf dieses Schnitzvideos und vielleicht auch Anregung zum Selbermachen. Und noch der Hinweis, dann ist wirklich Schluss mit der Einleitung. In Südtirol, da ist mir ein Mann begegnet. Ich war da 9 Monate gewesen, habe diese Holzbildhauer da ein bisschen kennengelernt. Und da gibt es ja auch diese Krampusmasken und diese Tradition, wo dann im Herbst immer so ein Fest stattfindet und wo dann diese Leute sich verkleiden und dann durch die Orte und so ziehen und die Kinder erschrecken. Und da hat mir ein älterer Mann mal erzählt, dass er von so einem Krampus damals eben verschreckt wurde. Also ich kann den Dialekt leider nicht so schön nachmachen. Auf jeden Fall hat das auch Auswirkungen hinterlassen und also bitte vorsichtig sein, ja, und mit irgendwelchen fiesen Zombie-Masken bitte keine Kinder erschrecken, weil die von der Entwicklungspsychologie her einfach nochmal ganz anders gestrickt sind, für die das dann eben auch durchaus ein Teil der Wirklichkeit ist, die das ganz anders wahrnehmen. Also da sehr, sehr vorsichtig sein und vielleicht auch mit den Kindern dann nicht auf so ein Fest gehen, wenn es dann irgendwie wild hergeht oder so, ja. Genau.
Aber sonst ist das sicherlich eine schöne Schnitzanregung, weil diese Masken eben auch genau den Schwierigkeitsgrad treffen, wo man sich entwickeln kann, ja, dass das genau die richtige Entwicklungsstufe beinhaltet zwischen Formgebung, Handwerk und Sauberarbeiten, dass man da ganz viel rausholen kann und das einfach wunderbar ist zum Verfremden, zum Gestalten, zum Schnitzen, für das Handwerk, für das plastische Gestalten. Film ab, viel Spaß dabei. So ging das ganze Thema los. Ich habe also diese Vorlagen bekommen, da gibt es jetzt noch verschiedene andere Masken, also in diesem Stil. Die Zeichnungen fand ich eigentlich sehr, sehr schön, weil die eben schon sehr viel Vorarbeit liefern, worauf ich aufbauen kann. Sind von 1948, hat jemand gemalt zum Thema dieser Masken und auch die Tannenzapfen, man sieht schon, das ist alles in eine Form gebracht, die sich gut schnitzen lässt. Und das ist eigentlich ja die Sache, was jetzt auch gewünscht war, dass das eben alles aus Holz sein soll, jetzt nicht irgendwie mit Stoff oder Bemalung, sondern dass man das blanke Holz sehen soll und dass das in eine künstlerische Form gebracht werden soll. Das hat mich also auch gereizt hier an diesen Vorlagen, dass die recht gut gezeichnet sind und sehr schön anregen zum Schnitzen. Ich brauche eine Schablone, die habe ich mir abgenommen von der Zeichnung, bietet sich hier wunderbar an. Ich kann mit der Bandsäge jetzt die Formen sehr gut vordefinieren. Das würde ich also nicht während des Schnitzens suchen oder irgendwie jetzt nur zeichnen und schnitzen, sondern wirklich mit der Säge hier anfangen, weil das sonst einfach auffällt mit der ganzen Feinarbeit. Die will ich ja auch noch bewältigen, also ich muss hier jetzt ein bisschen Zeit sparen. Und mit der Säge kann ich das sehr schön aussägen, weil alles schön symmetrisch ist. Und dadurch, dass ich jetzt diese Vorlage habe, ich könnte mir auch eine kleine Zeichnung machen, die ich mir selbst ausgedacht habe. Und das dann größer machen mit diesem Raster beispielsweise oder kopieren und so weiter. Und dann kann ich mir eben auch das jetzt im Holz so übertragen, beispielsweise diese Punkte. Zeichne mir das nach, finde das auch wieder, diese ganze Proportionierung, wie das so hier gedacht ist. Also dafür soll man doch so eine Schablone verwenden. Das finde ich da sehr hilfreich und ist hier wirklich das Entscheidende, wodurch ich viel Zeit sparen kann. Jetzt wollen ja sicherlich alle wissen, welche Schnitzeisen ich verwendet habe. Wir haben also hier ein Balleisen, beidseitig geschliffen, Stich 1 schräg, von beiden Seiten geschliffen, 40 mm breit. Ein Balleisen von beiden Seiten auch geschliffen hier, sehr schön schlank ausgeschmiedet. Dadurch geht es wunderbar ins Material rein, gerade bei dem weichen Holz. Soll es genauso aussehen. Ungefähr 60 mm breit, ein Stich 3, 50 mm, der ist auch ganz schön schlank. Also ich gucke da auch, dass ich dann diese wirklich dünnen Eisen verwende. Das ist jetzt hier in dem Fall ein Ashley-Eisen, das hat ein Schmied gemacht. Das ist von Heidmann, glaube ich. Die anderen drei sind von Pfeil. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel meine ballige Form so hier mit dieser innen ganz leichten Holung so verfolgen. Glatt schneiden oder in dem Innenbereich, der greift ja jetzt etwas schneller. Wenn ich zum Beispiel über eine Fläche arbeite, greift nur die Mitte. Da muss ich mir also überlegen, sowas könnte wirklich gut sein. Die Balleisen sollte man sowieso im Set haben, also die sind ganz, ganz wichtig. Dann habe ich hier diesen Stich F verwendet, also ein Hohlbohrer. Damit kann ich jetzt mal beim Auge das ein bisschen anlegen. Ich komme also mit dieser engen Rundung da wunderbar in die tiefen Bereiche rein. Aber der hier, der ist so schön oval geschwungen. Also ich kann ihn dann auch gleich mal auf die Seite legen. Habe also eine Kombination zwischen einem engen Hohlbohrer und einem Flacheisen. Und ich kann auch ganz in die Tiefe reinkommen oder enge Bereiche mal richtig schön reinstechen. Dafür sind die Hohlbohrer natürlich wunderbar. Und hier die Form bei Pfeil, also kenne ich sonst nicht so oval. Viele andere Hersteller machen das Ganze rund einfach nur. Hier wirklich oval, also ist super, finde ich ganz toll. Habe ich früher ganz viel verwendet. Der ist so ein bisschen dünn im Material von Werk aus. Deshalb nehme ich den dann nur noch bei weichem Holz. Und die Zirbelkiefer bietet sich an. Hier Stich 14, 20 mm. Den habe ich mir mal neu gekauft. Der ist mir früher mal abgebrochen, weil ich den in so einem harten Stamm verwendet habe.
Und den nehme ich sehr gerne zum Anlegen, weil wir unten hier eine ganz leichte Rundung haben. Habe ich also auch wirklich die Kombination zwischen einem Hohlbohrer und einem Balleisen. Also das würde ich zum Anlegen konsequent für alles Mögliche verwenden. Bei Figuren nehme ich dann auch diese hier, Stich 14 8 mm. Ich habe noch einen Stich 14 12 mm, den hat jetzt der Philipp verwendet. Drüben im anderen Raum und den Stich 7 60 mm. Also den kann ich auch dann im weichen Holz mal komplett da reinstechen mit der ganzen Breite, weil ich dann wirklich auch durchmarschieren kann mit dem Klüpfel. Das funktioniert also so zum Anlegen. Es geht jetzt trotzdem mit der Kettensäge los. Ich fange also gleich an, nach hinten zu arbeiten, weil diese Ohren mir wunderbar die Möglichkeit geben, den hinteren Punkt zu definieren. Und von da ab geht das nach vorne schön ringsherum. Diese Flächen gleich einmal ransägen, dann mit den Hohleisen hier in die Tiefe reingehen, dass das Auge natürlich zurückgeht, diesen Stich 11-30 benutzen, auch die Nase nach vorne bringen. Da kann ich wunderschön mit dem Flacheisen arbeiten, diese leicht gerundeten Formen nach hinten wegschneiden mit dem Stich 7 60 mm, eben auch hier im Bereich vom Ohr und so weiter schön nach hinten rumarbeiten und über den Augenbrauen diese Haare und so weiter schnitzen, anlegen mit dem Hohlbohrer und dann mit dem Balleisen ausarbeiten die geraden Flächen. Jetzt wird alles eben viel viel genauer. Ich kann hier schön das Balleisen benutzen, auch das Flacheisen, und arbeite jetzt zum Beispiel auch mit dem Stich 14, 20 mm, schneide um die Augen genauer, um die Hörner und so weiter. Und im Bereich der Tannenzapfen die Zwischenräume rausschneiden, mache entsprechend diese Rundung schön glatt. Ich habe jetzt hier gemerkt, ich muss den Holzklüpfel verwenden, weil das Holz einfach so weich ist, dass es hier schöner geht. Jetzt ist natürlich alles wesentlich genauer geworden. Ich habe das angelegt und dann mir genauer aufgezeichnet, schneide jetzt diese kleinen Zwischenräume heraus und fange jetzt eben an, auch diese Zapfenstruktur überall drauf zu schnitzen. Erst einmal vorher schön die Form abrunden, weil das war natürlich die Basis, dass ich jetzt überhaupt die Zapfen weiter ausformen kann mit den kleinen Strukturen. Muss erstmal alles schön abgerundet sein, genau stimmen. Fange auch mit den Augen an. Da ist ja in der Mitte dieser Riss, oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt genau beschreiben soll. Also Teil des inneren Augapfels und diese Iris und so, was hier sehr, sehr dominant und so ein bisschen schrecklich aussehen soll. Ich versuche das alles plastisch aufzubauen, dass in der Mitte dieser Augapfel schön gerundet ist und obendrauf dieses Element jetzt auch als plastische Form stehen bleibt, wie so ein scharfer Zahn, ja, dass das eben auch in sich abgerundet ist. Das kann ich anlegen mit einem kleinen Geißfuß, ich kann es mit einem Flacheisen reinstechen und dann das Material hier ringsherum wegarbeiten. Also da habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Das Holz hier lässt sich schön sauber schnitzen, ja. Man muss natürlich auf den Faserverlauf achten, aber ich kann auch wunderschön querschneiden. Also das geht bei der Zirbelkiefer alles, lässt sich gut machen. Die Eisen müssen schon scharf sein. Auch auf der anderen Seite. Ich habe hier jetzt einen kleinen Geißfuß genommen, so einen Stich 14, das erstmal vorgearbeitet und mit dem Flacheisen dann nachgearbeitet, weil es mir also die Möglichkeit bietet, innen diesen scharfen Zahn schön zu umstechen und auch diese Form von dem Augapfel nachzuschnitzen, wie man sieht. Also ich kann da wirklich mit dem Flacheisen das verkehrt rumnehmen und darüber schneiden über die Formen und auch im Bereich der Rundungen gleich die Späne abschneiden. Also da muss man sich überlegen, welches Eisen am besten passt, ja, ohne dass man Schaden anrichtet. Hier oben beginnt auch diese Zapfenstruktur. Da war noch ein Ast, den habe ich gleich mal ausgesetzt. Da habe ich mir aber einen Dübel gedrechselt, wo die Faserrichtung genau richtig verläuft. Also praktisch ein Querholzteil. Und das dann mit einer Schraubzwinge richtig reingedrückt. Also leicht konisch gearbeitet, dass es dann auch gut reinpasst. Ja, mit diesen Zapfenstrukturen, das war ein bisschen aufwendig, weil alles so viel ist, ja, aber es muss ja irgendwie strukturiert werden. Man hätte jetzt sagen können, okay, vorne macht man es dominant und nach hinten weniger dominant. Ich habe es aber einfach, weil es sich besser arbeiten lässt, praktisch
überall gleich gearbeitet. Ich fange jetzt hier an zu hinterschneiden, weil der Tannenzapfen, habe ich gemerkt, sieht einfach nur richtig schön aus, wenn ich ihn ringsherum arbeite. Und da packe ich jetzt hier mein schönes Balleisen aus, also 40 mm schräg von beiden Seiten geschliffen. Und mit dieser Ecke kann ich eben wunderschön in diese tiefen Bereiche reinkommen und das weiche Holz, da kann ich dieses Eisen einfach reinzwängen, mit der Form ringsherum gehen und dann auch die Faser durchtrennen. Und dafür ist die Ecke halt wunderbar, dass ich in den Eckbereichen das mit der Ecke gleich mal rausstechen kann. Da muss ich also nicht noch den Hohlbohrer auspacken, kann fast alles mit diesem Balleisen machen. Und dann habe ich diese Zapfenstruktur mit so einem schönen Geißfuß hier geschnitten. Das ist, glaube ich, ein Stich 41, 12 mm, sowas in dem Dreh. Und damit konnte ich fast alle Bleistiftstriche also erstmal nachschneiden und dann arbeite ich mit einem kleineren Geißfuß nach und nehme dann aber auch Balleisen, um da wesentlich genauer zu werden, dass ich also die Fläche nochmal schöner bekomme. Und hier sieht ihr jetzt mal, wie ich das aufgezeichnet habe, immer versetzt und freihand, ja. Ich kann natürlich auch Linien machen, weil das ja immer parallele Linien praktisch sind, die einfach nur quer versetzt laufen. Und dann hier mit dem Geißfuß eben das Ganze angelegt. In den Bereichen, wo ich rankomme, kann ich das Ding natürlich auch gleich auf die Seite legen, um das als Balleisen zu benutzen. Und lässt sich einfach schön stechen, also das merkt man dann schon, wie man das universell ansetzen kann, auch den Geißfuß hier, kann ich fast alles wegbekommen an Material. Ich kriege nicht alles super sauber, muss dann auch wirklich nochmal ein kleineres Eisen benutzen, aber mit dem Geißfuß hier ist man ideal unterwegs. Ich bin jetzt also hier mitten im Arbeitsprozess und möchte mal kurz ein paar Tipps rausgeben zum Thema Maske. Das habe ich ja bis jetzt noch nicht gemacht, ist auch nicht so mein Stil. Trotzdem möchte es jetzt gerne jemand haben. Ich mache auch noch weitere Masken, also da können wir auch gerne noch auf andere Tipps eingehen. Schreib das in dem Fall gerne unter die Kommentare, was dich da vielleicht noch interessiert, wo ich jetzt nicht drauf eingegangen bin. Das würde mich natürlich auch interessieren, dass man da noch Anregungen bekommt. Also Tipp Nummer 1 wäre hier, mach es nicht zu klein. Ja, man sieht ja, das Ganze ist schon recht groß. Es sind also wirklich 40 cm im Vergleich zu meinem Kopf. Also deutlich überlebensgroß, macht es auf jeden Fall größer als ein normales, richtiges Gesicht, wenn es eine richtige Maske werden soll. Die kann man ja dann natürlich auch tragen, wenn es eine richtige sein soll. Klar, dann muss sie ja größer sein. Aber auch wenn man sie nur zum an die Wand hängen macht, sollte sie eine richtig schöne Größe haben, dass sie einen wirklichen, ja, eine richtige Auswirkung hat und einen richtigen Charakter eben. Und dann kann man nämlich auch die Augen und sowas schön übertreiben und einfach größer gestalten, tiefer gestalten und eben schöner ausarbeiten. Das lässt sich einfach alles schöner bearbeiten. Der zweite Tipp folgt aus dem ersten. Nimm ein weiches Holz. Wenn du da wirklich mal was wegschneiden willst und Masse wegnehmen willst, brauchst du ein weiches Holz. Wir haben hier also Zirbelkiefer. Das kostet etwas mehr wie Linde. Das ist die, die wir hier im flachen Land haben. Ich beneide ja alle, die in den Bergen wohnen und also Zugang zum wachsenden Holz der Zirbelkiefer haben. Die wächst also in den Alpen, in den Karpaten, ist ein sehr, sehr feines Schnitzholz, ist noch weicher als die Linde. Deshalb lässt sich das hier so bei großen Formen also richtig schön wegarbeiten. Ich konnte jetzt hier sogar meinen Holz Klüpfel mal auspacken. Das ist also einer der leichtesten Klüpfel, die ich habe und lässt sich hier sehr schön bearbeiten. So in dem Schritt des Ausarbeitens brauche ich jetzt gar nicht meinen Kunststoffklüpfel, der eben noch schwerer ist, sondern geht hiermit sehr schön. Und man kann einfach schön Material wegnehmen, weil es ist ja einiges wegzuschneiden. Man kommt eben gut voran. Wenn ich jetzt hier Esche, Kirsche hätte, ist einfach viel zu zäh, komme ich nicht schön voran. Nützt mir auch am Ende nicht so viel. Klar, wenn ich größere Formen habe, ist die Maserung auch schön. Da kann zum Beispiel Kirsche, könnte schön wirken oder Eiche oder irgend sowas. Dann darf es eben wirklich auch nicht zu klein sein. Aber diese Nadelhölzer wirken da auch immer schön, weil ich ja hier, immer wenn ich diese Formen so anschneide, entstehen natürlich diese Kreise. Das ist interessant, wenn ich das jetzt zum Beispiel irgendwie beize oder so, wird es durch die Maserung auch nochmal schön kombiniert, dass man da wirklich nochmal was rausholen kann. Es soll in dem Fall aber so bleiben.
Also das geht nach Österreich, das möchte ich mal in Österreich haben. Deshalb war das jetzt auch so gewünscht mit der Zirbelkiefer. Wen das interessiert, ich kriege ja auch sehr oft die Frage, wo kriegst du dein Holz her? Das ist ganz normal vom Holzhändler bestellt. Kostet pro Kubikmeter ungefähr so 1400 Euro aktuell inklusive der Steuer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die Linde wäre ungefähr so 700-800 je nach Händler. Vielleicht hast du in Sachsen irgendwo einen Händler, der wesentlich günstiger ist, weil das hier einfach vielleicht höhere Nachfrage ist. Vielleicht ist es da billiger irgendwo auf dem Land, keine Ahnung. In Bayern ist es vielleicht wiederum teurer, weil da der Lebensstandard irgendwie anders ist. Also da wird es sicherlich regionale Unterschiede geben, aber so ungefähr 1300, 1400 Euro musst du rechnen für die Zirbelkiefer. Ist dann aber auch was ganz Tolles, was du da bekommst. Ich habe da also einige Bohlen gekauft für so 650 Euro inklusive. Der Mehrwertsteuer habe ich da ausgegeben. Das werden dann am Ende mal 11 Masken werden und einige davon werde ich jetzt hier dann auch noch im Verlauf zeigen. Sonst empfehle ich eigentlich Linde, weil da kannst du dann auch mit Farbe, Beizen und so sehr schön arbeiten, weil das Holz sehr homogen ist. Wenn es eine ganz einfache, glatt gestaltete Form sein soll, kann das auch mal Kiefer sein, weil du dann hier noch schönere Eindrücke bekommst, wenn du das so anschneidest, dass diese Kreise einfach viel, viel schöner entstehen. Oder eben auch Obstholz oder sowas, Kirsche, wenn du das jetzt ölst, kannst du das wunderbar anfeuern, dass die Maserung richtig schön rausgekitzelt wird. Dafür sind diese großen Formen ja dann auch gut. Ja, was habe ich jetzt vielleicht noch an Tipps vergessen? Probier dich aus, werde kreativ. Das ist ja hier alles verfremdet und hier hast du natürlich die Möglichkeiten, da herum zu experimentieren, eine Nase viel größer zu machen, irgendwie ein Fabelwesen zu schnitzen, ein fantasievolles Gesicht. Kannst hier mit dem Auge herumprobieren. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie ich das jetzt gestalten kann. Ich hätte auch sagen können, ich mache eine richtige Kugel und schneide das Auge nur als Vertiefung einmal heraus in der Mitte. Oder ich vertiefe diesen Riss hier, hätte ich auch als Kerbe gestalten können. Ich habe das jetzt mal alles immer eins auf dem anderen plastisch aufgebaut. Also probiere dich da mal aus und das lädt natürlich wirklich ein, mal Formen zu vereinfachen. Hier zum Beispiel die Tannenzapfen ist ja alles auch vereinfacht, aber das macht dann eben auch ja, das Plastische oder diese skulpturalen Wirkungen aus, wenn ich das jetzt hier mal in so eine Form übersetze, die auch ja, sich arbeiten lässt, die irgendwie rund und stimmig aussieht. Da muss ich mir halt Gedanken machen, wie kann ich sowas zusammenfassen, vereinfachen und da auch üben, gestalten. Gut, diese drei Tipps mal hier zwischendrin. Dann viel Spaß beim weiteren Verlauf in diesem Video. Jetzt geht also diese Feinarbeit wirklich los. Das kann ich hier sehr, sehr schön alles mit dem Geißfuß konsequent vorschneiden. Diese Strukturen, das wirkt natürlich für einen Laien sehr, sehr interessant. Also wenn ich das irgendjemand präsentiere, der sagt dann, wow, das sind ganz viele feine Strukturen, aber das Schöne ist, wenn man das einmal nur sauber hinbekommt, dann kann man eigentlich alle anderen gleichmäßig nacharbeiten. Das heißt, einmal angewandt die ganze Sache, dann kann ich es übertragen auf den Rest und es sieht insgesamt sehr, sehr schön aus und macht was her. Also ein guter Eindruck. Das heißt, man kann mit dieser Arbeit auch ein bisschen tricksen. Hier sieht man mal, wie ich im Detail arbeite. Man sieht dieses kleine, zum Teil schräge Balleisen, das konnte ich da einfach wunderbar verwenden. In den Eckbereichen nämlich brauche ich ja dieses und hier sieht man, wie ich da vorgegangen bin. Also alles aufgezeichnet, ja, das kann ich freihand machen. Wenn ich die andere Seite schon mal habe und die Zeichnung habe, kann ich das da alles abnehmen. Da muss man jetzt nicht mit Schablone irgendwie verkrampfen, mit dem Geißfuß ringsherum in einem Schwung praktisch alles nachgeschnitten und dann mit einem schönen Balleisen und mit einem ja, scharfen, schrägen Balleisen in die Eckbereiche reinkommen. Das Schöne ist bei der Zirbelkiefer, ich kann auch in so einem Eckbereich einfach mal das Eisen gegen die Faser schneiden. Das geht also tatsächlich, weil das Holz eben sehr, sehr weich ist. Es muss dann schön scharf sein, dann geht's aber. Und so kann man sich das zunutze machen, dass man es auch wirklich schnell sauber bekommt. Wie man hier sieht, lässt sich mit so einem schrägen Eisen sehr schön sauber schnitzen. Kann man auch teilweise auf den Geißfuß verzichten und den Schwung
gleich mal mit dem Balleisen reinziehen und dann alles in einem Schwung praktisch rausholen und sauber schnitzen, gleich verbinden. Hier arbeite ich jetzt mit so einem kleinen Geißfuß, sehr kleiner, schmaler Geißfuß, weil ich hier oben auch nicht so tief reinschneiden will. Also ja, man hätte das sicherlich noch schöner machen können mit Schattierungen, also sprich mal hier und da ein bisschen stärker reinschneiden, hier und da mal ganz, ganz sensibel, also fast gar nicht, dass man wirklich ja auch Höhen markieren kann und so mehr plastische Formen unterstreichen kann. Das sollte man also auch noch im Hinterkopf behalten. Ich habe hier meine Maske aufgespannt auf dem Galgen, dass ich hier an diese Seite rankomme. Also man sieht jetzt hier nochmal, muss ich mal rumdrehen, die Maske. Und in diesen Bereichen hier sieht man, dass da leicht hinterschnitten ist, weil das sonst einfach nicht gut rüberkommt, dieser Tannenzapfen. Im Bereich vom Ohr spürt man das auch, dass dahinter was weg muss. Hier unten, da geht der Tannenzapfen auch so schräg, eben nach oben. An der Seite habe ich das schon ein bisschen angefangen. Das muss einfach ein bisschen hinterschnitten werden. Das schadet aber nichts. Und das mache ich jetzt einfach so, dass ich das hier so einspanne und dann, ja, genau andersrum, so rum, wegarbeite. Also das hilft mir bei der Plastizität, dass das einfach schöner rauskommt. Dafür ist es da, ein bisschen hinterschneiden. Nun kommt hier der Endspurt, also dieses Hinterschneiden, nicht unterschätzen, ja, das hilft euch wirklich, da einen wunderbaren plastischen Eindruck zu hinterlassen. Wenn man das mal von der Seite anguckt, man merkt, okay, da hat sich jemand wirklich intensiv damit beschäftigt, die Form von hinten auch noch rausgelöst, dass dieser Zapfen schön ringsherum läuft und dann lasse ich nach hinten hin diese Zapfenstrukturen auslaufen. Also habe ich das hier einfach so beendet. Hinten darf die Fläche sein natürlich. Man kann den Block auch noch dicker verleimen. Also ich habe hier zwei Bohlen aufeinander geleimt. Man kann auch noch ein drittes Stück, also im Bereich der Nase beispielsweise, noch ein drittes Stück drauf lassen. Dann hat man, ist man auf der sicheren Seite, sage ich mal. Mit zwei fängt das schon an gut auszusehen. Hat hier gereicht. Bei folgenden Masken werde ich sicherlich auch noch die dritte Bohle hier und da benutzen müssen, weil ja alle Sachen etwas unterschiedlich sind. Ja, mit dem Hinterschneiden lässt sich hier ein bisschen nicht so gut arbeiten, weil ja die Schraube hinten drin steckt, logischerweise. Deshalb musste ich jetzt auf den Galgen überwechseln. Ging für mich nur auf dem Galgen zu machen. Und hier mit diesem Balleisen, ja, also da kann man wirklich sehr, sehr schön ausarbeiten. Und jetzt nehme ich eigentlich nur noch den Hohlbohrer, um dann im Endeffekt sauber zu schnitzen. Aber das Balleisen, also dieses Angeschrägte, hilft mir sehr. Und man sieht auch, wie universell man so einen Galgen einsetzen kann. Also man denkt ja manchmal, das ist nur so ein, ja, komisches Behelfswerkzeug, aber man kann da sehr, sehr viel mitmachen, obwohl es eigentlich nur so primitiv ist. Und das hat für mich einfach auch einen Vorteil gegenüber einer Schnitzkugel, dass es einfach wesentlich starrer ist und ich da wirklich mal draufhauen kann. Lässt sich auch sehr einfach herstellen, kostengünstig. Ja, und wenn ich das jetzt hier richtig rum aufspanne, also zu mir hin zeigend das Gesicht von dieser Maske, kann ich es natürlich auch rumdrehen und dann komme ich überall ganz herrlich ran. Das hat mir auch sehr gefallen und hier habe ich einfach auch ein besseres Licht und kann das ein bisschen schräg stellen. Das Licht kommt wirklich übers Gesicht und dadurch sehe ich auch noch ein paar Unsauberkeiten mehr, was ich an dem stehenden Galgenelement nicht so gut sehen kann von diesem Schnitzbock. Man sieht hier, Licht fällt schöner ein und ich komme bequemer ran. Und dieses schräge Balleisen, also dieses kleine 8 mm schräge Balleisen hat mir hier sehr, sehr geholfen, weil ich ja in dieser Zapfenstruktur, in diesen Eckbereichen, komme ich sonst nicht wirklich rein. Kein Geißfuß kommt da so richtig rein. Kleine Flacheisen ist auch ein Kompromiss, also so ein Balleisen braucht man hier, wenn man sowas nachmachen will. Und das hat einfach einen Ausdruck, ja. Und mich haben auch Leute gefragt, ob das schon fast wie so eine asiatische Maske ist. Also das sieht schon richtig gut aus irgendwie, diese Struktur. Und hinterlässt einen Eindruck für mich. Also ich finde das eigentlich ganz spannend. Und fand ich jetzt von diesen ganzen Masken schon eine der ansprechendsten.
Mein Kollege und Mitarbeiter meinte auch, dass eben das hier für ihn die schönste ist oder ja schon mal eine sehr, sehr schöne. Was man hier sieht, ist, dass das Ohr zum Auge hin irgendwie daran gequetscht wirkt, aber auch in den Zeichnungen war das natürlich so gemacht und ja, es passt irgendwie. Also man nimmt das jetzt nicht so als großen Fehler wahr, weil das ja natürlich auch hier alles völlig verfremdet ist, ja. Also das heißt, da hat man auch wirklich die Erlaubnis, mal solche Fehlerchen mit einzubauen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass so ein Auge jetzt hier nicht irgendwie richtig stimmig sein muss, sondern es soll wirken, ja. Und ob das jetzt nur irgendwie anatomisch richtig ist oder falsch, das ist ja das Gute daran, dass ich hier wirklich rumspielen darf und da völlig frei bin im Grunde genommen. Da meine Form mir zu suchen und was mir auch Spaß macht. Das heißt, ich kann auch mal eine Maske schnitzen, die jetzt nicht ideal geworden ist oder ja, wo ich noch auf der Suche bin und die dann für sich genommen trotzdem eine schöne Maske sein kann, auch wenn jetzt manches vielleicht noch nicht so super ist, weil ich habe ja die Freiheit, dass ich hier ganz viel eigene individuelle, ja, Überzeugungen handwerklicher Art und formtechnischer Art mit reinlegen kann. Mich hat jetzt das natürlich wieder am meisten interessiert, diese Sauberschnitzarbeit. Da habe ich dann auch mal das Geradeballeisen rausgeholt, wie man sieht, und forme jetzt diesen Augapfel halt wirklich noch richtig schön aus, dass man nicht mehr so viele Schnitte sieht, dass die Rundungen richtig schön rumgespannt sind. Also darauf achte ich dann, dass die Eckbereiche da richtig schön sauber geschnitten sind und auch ja diese umlaufenden Lidelemente, was es nun noch immer genau sein mag, ein schließendes Lid, dass das richtig schön ausgestochen ist und richtig schön gleichmäßig rumläuft. Also wenn ich da irgendwie einen Wackler drin habe, das sieht dann immer blöd aus, ja. Also da drauf achten, dann hier nochmal Fokus legen und richtig schön sauber schnitzen, genau arbeiten, auch wenn das mal ein bisschen länger dauert und auch hier oben dann nochmal genau gestochen, sieht dann einfach grandios aus. Da könnte man jetzt auch noch mehr ins Detail gehen, je nachdem, wie einem das gefällt, aber so einzelne kleine Formen, die für sich ein bisschen dominant sind, sieht man jetzt, ist richtig schöner Ausdruck, kann auch mal eine Form ein bisschen größer stehen bleiben. Habe ich jetzt noch ein paar Fotos hier gemacht, auch nochmal schwarz-weiß, weil das schwarz-weiß schön mit den Strukturen harmonisiert. Also das ist nicht gebeizt, sondern einfach nur ein Foto. Und so habe ich das dann abgeschlossen, bleibt jetzt erstmal so und dann kommt irgendwann die nächste Maske. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es für dich gut war, gib mir gerne einen Daumen nach oben, teile es gerne mit anderen. Vergiss natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unterm Video ist der Abonnieren-Knopf. Da einmal draufdrücken und daneben die Glocke aktivieren, dass du immer zeitnah informiert bist. Wenn ich was Neues hochlade, dann wünsche ich dir natürlich gute Erfahrungen in diesem Jahr, vielleicht mit deinen Schnitzübungen, mal so eine Maske probieren. Bitte schöne, freundliche Masken schnitzen. Und wirklich was Gutes gestalten, niemanden erschrecken und niemanden irgendwie damit verärgern oder so, sondern einfach mal eine schöne Schnitzübung machen. Da kann man ganz viel mit gestalten. Das wünsche ich dir und dazu möchte ich dich einladen und ermutigen. Wenn du noch mehr davon willst, komm gerne auch mal hierher, mach mit mir einen Kurs gemeinsam. Dann können wir sowas auch mal entwickeln, wenn du daran Freude hast. Wie auch immer dem sei, unterm Video findest du auch meine Kontaktdaten, wo du mich kontaktieren kannst in diesem Fall. Ich danke dir fürs Zuschauen, mach's gut, bis zum Wiedersehen, viel Spaß mit deinen Arbeiten, dann bis zum nächsten Mal und ciao.